Das größte Hindernis zum spontanen, intuitiven Singen ist das Gefühl, dass uns nichts einfallen wird oder die Angst davor, dass uns nichts einfallen wird oder die Überzeugung, dass mir nichts einfallen wird und die Überzeugung, dass ich nicht kreativ bin, dass ich das nicht kann. All das stimmt garantiert nicht. Alle können das. In diesem Video zeige ich dir drei ganz einfache Techniken, die du sofort umsetzen kannst, um in deinen spontanen, kreativen Ausdruck zu kommen. Intuitives Singen kann unglaublich heilsam und befreiend sein. Es bedeutet im Prinzip, einfach die Stimme fließen zu lassen, Klänge kommen zu lassen, Melodien entstehen zu lassen. Wir könnten es auch Improvisation nennen. Aber ich würde es abgrenzen von Improvisation, weil es noch einmal freier ist. Wir haben überhaupt keine musikalischen Regeln, die dabei eingehalten werden müssten. Gleichzeitig sind Ästhetik, ein harmonischer Klang, dass es schön klingt, auch ganz wesentliche Zutaten für das intuitive Singen. Schönheit ist heilsam. Die erste Methode, wie du in dein intuitives Singen kommen kannst, ist, dass du einfach mit ganz simplen Vokaltönen beginnst und dich dann von diesen mitnehmen lässt. Also zum Beispiel so. Eine zweite Möglichkeit ist einfach ein Lied singen und die Vokale in diesem Lied endlos machen, verspielt machen. Am besten geht das natürlich mit einem Lieblingslied, aber wenn gleich das Gefühl daherkommt, ich kann sowieso nicht singen und mein Lieblingslied kann ich schon gar nicht singen, dann kannst du auch mit alle meine Endline beginnen. Es funktioniert genauso. Alle Oder du musst nicht mal den Text singen, aus der Melodie einfach in die Spontanität. Einstieg über ein Lied führt dazu, dass wir bereits im Ausdruck mit der Stimme sind und im kreativen Ausdruck sind. Und wir können auch im Rahmen des Liedes, im Rahmen der Melodie immer wieder in die Spontanität, in das intuitive Singen gehen. Oder wir können es so machen, so wie ich es gerade vorhin gemacht habe, dass wir den Rahmen des ursprünglichen Liedes ganz verlassen und ganz woanders hingehen mit der Stimme. Die dritte Methode geht über das Lauschen. Das heißt, wir öffnen die Ohren, wir werden ganz Ohr. Wir können uns auf die Geräusche in der Umgebung konzentrieren oder wir können vermehrt nach innen lauschen. Jedenfalls lassen wir aus diesem tiefen Lauschen heraus den Klang emporsteigen. Diese letzte Methode kann herausfordernder sein, weil wir einfach schon mehr Vertrauen in unser Singen und in den spontanen Ausdruck benötigen. Gleichzeitig ist diese Methode auch besonders wirksam, also speziell wenn wir sie zur Selbstheilung einsetzen wollen, zur emotionalen, psychospirituellen Selbstheilung oder für visionäre Arbeit. In diesem Sinne könnten die ersten zwei Methoden auch als Vorbereitung für die dritte Methode gesehen werden.
Wenn du noch mehr Videos zum Thema Klangheilung mit der eigenen Stimme sehen möchtest, dann findest du hier noch mehr Videos zu dem Thema. Außerdem eine Playlist mit Stimmübungen in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich wünsche dir eine wunderbar inspirierte Zeit. Schicke dir ganz, ganz, ganz herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal.